Ciao zusammen, herzlich willkommen zum Music Talk von DMD2, Producers Tune und hipparade.ch. Heute mit Lina Batten, herzlich willkommen. Danke vielmals. Schön, dass du hier bei uns bist. Vor einem Monat ist dein neues Album rausgekommen, Who'll Be There. Und ich wollte einfach mal erst fragen, wie es die erste Zeit jetzt Feedbacks waren oder wie war der erste Monat jetzt? Ja, also in erster Linie bin ich mal brutal froh, dass es endlich rausgekommen ist. Wir haben mega lange daran geschafft und dann ist irgendwann gibt es so viel zu tun und gerade in dieser Release-Zeit ist wirklich viel, was ansteht und dann ist es einfach schön, wenn man es mal rauslassen kann und ja, dann ist es einfach mega schön, was für Reaktionen kommen. Es ist spannend, wem welches Lied gefällt oder wer was anspricht und so. Das ist, sind wirklich schöne Reaktionen gekommen. Okay. Hast du eine Antwort gefunden auf deine Frage, Who'll Be There? Ich habe viel über das nachgedacht, ganz ehrlich. Aber ich denke, das ist eine Frage, die einem wahrscheinlich auch ein Leben lang begleitet. Aber ich habe das Gefühl, wahrscheinlich kennen das ja alle, dass man mal so ein bisschen an einem Punkt ist im Leben, wo man vielleicht auch ein bisschen das Umfeld hinterfragt oder wo man so ein bisschen, ja, wo sich herauskristallisiert, wer sind denn die Freunde, die wirklich da sind, wenn es auch mal ein bisschen bergab geht und nicht nur dann, wenn es sowieso lässig ist, dann ist es ja immer einfach. Das stimmt. Und je älter man wird, desto weniger hat man ja auch Zeit grundsätzlich für alle Freundschaften wirklich zu pflegen. Wenn man sich noch sieht in der Schule oder im Studium, ist es ja immer sehr einfach. Und nachher muss man sich die Zeit ja sehr nahe im Alltag und dann teilt man sie einfach auch gerne mit den Menschen, die wirklich nahe sind. Und da habe ich einfach jetzt gemerkt, dass es halt wirklich Freunde gibt, die mega verheben, die halt auch da sind, wenn es mir mal scheiße gegangen ist oder so und die dann das Interesse nicht verlieren und andere, die halt dann vielleicht eher nicht mehr so da gewesen sind. Es ist ja manchmal noch überraschend, wer dann rum ist. Also ist bei mir auch schon so gewesen, oder? Dass irgendwie plötzlich sind Leute an meiner Seite gewesen, wo ich nicht erwartet habe, dass dann die so treu sind und in schlechten Zeiten rum sind. Ist das bei dir auch so gewesen? Oder hast du das auch abschätzen, welche das denn sind? Ja, also bei den einen habe ich schon natürlich gewusst, die kenne ich schon genug lang, dass die dann da sind. Und bei anderen, ja, es ist eigentlich auch noch etwas Schönes, wenn es einmal nicht so gut geht, dann zeigt sich das ja eben auch. Und wahre Freundschaft zeigt sich dann auch. Und darum hat das schon etwas Wahres. Gut. Du hast vorher kurz angesprochen, dass man dir ja wirklich Zeit genommen für das Album. Also du hast nicht auf einen bestimmten Tag angepresst sozusagen und dass es jetzt möglichst fertig wird, sondern wirklich reifen. Hast du das Gefühl, das ist allgemein ein Problem, dass man eigentlich immer den Druck hat, also sobald das erste Album draus ist, dass es dann heisst, jetzt musst du einfach halt möglichst schnell das nächste machen? Ist das so ein Problem in dieser Szene? Ja, ich denke, also es ist wirklich auch ein bisschen eine Vertragsfrage vielleicht auch. Also mir war es so gewesen bei den ersten drei Alben, weil ich bin immer im Verhältnis gewesen mit einer Plattenfirma. Und Plattenfirmen haben ja logischerweise noch ganz viele andere Künstler, die sie auch timen müssen, wann kommt was raus. Und die Planungen laufen immer relativ weit im Voraus. Und dann hast du noch dein Booking und so, wo man wissen muss, auf wann muss es anfangen, eine Tour planen und so. Und sobald halt die Daten mal stehen, dann bist du ja eigentlich ein bisschen eingesperrt, oder? Also zeitmäßig, dann musst du einfach liefern. Und das habe ich jetzt gemerkt, das ist mir jetzt so nach dem dritten Album, habe ich gemerkt, für mich persönlich dürfte das ein bisschen mehr Zeit dazwischen sein. Und hast du auch gemerkt beim Schreiben jetzt, dass das wirklich gut da hat? Es hat mir mega gut getan. Ich habe es zuerst vor allem aber sehr schmerzhaft gemerkt, weil ich einfach nicht mehr gewusst habe, wie schreiben. Also ich habe so den Zugang zum Songwriter verloren. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie so viel Output gegeben in den letzten paar Jahren, dass ich irgendwie mich so gefragt habe, schreibe ich überhaupt wieder mal einen Song? Klingt mir das wieder mal und so? Ja. Und habe dann müssen suchen. Ich habe verschiedenes ausprobiert. Bin auf England mit einem Produzententeam geschrieben, bin auf Berlin und so. Habe dann gemerkt, das ist irgendwie jetzt für meine Musik ich glaube weniger das, was ich suche, weil es mir schnell dann ein bisschen fremd wird, so, der Song an sich. Und dann habe ich dann aber auch über meine Bandmusik und so wieder einen Zugang gefunden und habe dann schlussendlich das Album doch allein schreiben in dem Sinn. Also super. hast du, wenn du einen Song schreibst, immer schon im Kopf wieder ein Seltöne am Schluss? Oder entsteht das erst nachher zusammen mit den anderen Musikern? Also von der Produktion her meinst du? Genau, also fast so ein bisschen da muss unbedingt so ein Schlagzeug sein oder da wäre cool so ein Basslauf oder so. Ist so etwas schon in deinem Kopf oder machst du wirklich mal Grundbasis und dann steht der Rest zusammen? Es ist unterschiedlich. Also es kommt ein bisschen darauf an, wenn ich schreibe. Also wenn ich zum Beispiel Gitarre und Gesang einen Song schreibe,
dann ist das wirklich mal einfach ein Song für die Blut, so wie er ist. Und dann finde ich es auch sehr spannend, jetzt mit dem Luca, den ich geschafft habe als Produzent, mit ihm dann mich zu treffen und das anzuschauen und schauen, was hat er für Ideen oder darüber zu reden, wo könnte das hingehen. Aber manchmal schreibe ich auch Songs im Sinne, dass ich irgendwie ein Musikprogramm für ihn nehme, Logic oder so, und dann anfange Zeugs irgendwie so wie ich es halt kann, anfange zu programmieren und so ein Stimmungen suchen mit den Sounds, die ich halt zur Verfügung habe. Und zum Beispiel der Who'll Be Here, der Album-Titeltrack, der ist so entstanden. Und der ist eigentlich, klar tönt er jetzt viel besser durch die Produktion von Luca und so, aber die Grundstimmung ist eigentlich dort schon gestanden. Okay. Und ihr habt ja auch so ein bisschen Sound-Experiment gemacht, habe ich gelesen, so mit klirrenden Gläsern oder Zündhölzchen anzünden und so Sachen. Ja, genau. Das tönt mir nach einer ziemlich lustigen Art und Weise, etwas herzugehen. Also, wie habt ihr das gemacht? Habt ihr einfach mal Zeug umeinander geschmissen und geschaut, wie es tönt? Oder wie soll man sich das vorstellen? Nein, also es war tatsächlich sehr spielerisch und lustvoll gewesen, gerade so die Soundsuche. Aber es ist vor allem aus dem Grund so entstanden, weil Luca ist sehr wichtig gewesen, was geht es in diesen Songs? Also was erzähle ich in diesen Texten? Über was singe ich? Und wie können wir diese Stimmung auch in der Musik zum Ausdruck bringen? Und bei einem Song zum Beispiel, den du jetzt angesprochen hast, wegen der Zündhölze, das kann man sich vielleicht gut vorstellen, das war «Dancing to Freedom». Das ist ein Song, den ich geschrieben habe, nachdem ich mit meiner Schwester die Westküste darauf gefahren bin in Amerika. Und dort hat das einfach mega gepasst mit dieser Campfire-Stimmung, die Lagerfeuer am Strand und so und die Sonne und alles, das Meer glitzert und so. Und da hat für uns einfach das Geräusch von diesem Zündhölzli hat uns einfach mega passend gedunkt. Und dann hat er das natürlich dann auch noch ein bisschen verarbeitet. Hast du ein Lieblingsgeräusch auf dem Album? Ist es gerade das? Ein Lieblingsgeräusch? Ja, das habe ich sehr gern. Aber ich habe auch... der Luca hat wahnsinnig viele geile Sounds zaubert. Ich kann mich jetzt gar nicht so entscheiden. Tipptopp. Hidden Land ist ja noch eine Nummer, die ziemlich auffällt. Du erzählst ja, also das ist eine persönliche Geschichte, du musst ja eigentlich dein Innerste offenlegen. Und wenn man ein bisschen auf die Lyrics hört, merkt man ja, das ist ja sehr, sehr volle Sachen, dein Inner. Es hat ganz, ganz viele Sachen. Bedeutet das ein bisschen, dass du noch voller Ideen bist? Dass du, bist du so jemand, der die Nacht aufwacht und hast eine Idee und musst jetzt gerade das Klavier sitzen oder irgendwie so? Ja, das passiert mir manchmal auch. Aber ich bin einfach grundsätzlich jemand, der... Irgendwie nimmt mein Innenleben einfach recht viel Platz ein. Also ich merke das einfach. Ich habe gerade letztes Jahr mit einem Podcaster geredet und sind wir auf das Thema gekommen, aufs Musiklosen zum Beispiel. Und er hat gesagt, er hätte im Zug irgendwie nicht können Musik hören, hätte seine Kopfhörer vergessen, es sei mega komisch gewesen. Und dann habe ich so gesagt, ja, ich höre auch oft keine Musik, weil ich mache halt schon viel Musik. Und sonst so, auch jetzt, als ich hier hingefahren bin, habe ich nichts gehört, weil ich brauche einfach Platz für meine Gedanken. Oder meine Gedanken brauchen einfach so viel Platz, ich weiß auch nicht. Ich hoffe natürlich, dass aus dem vielen Chaos auch und einfach allem dem Innenleben, das da rumschwirrt, dass da noch mehr Songs entstehen können in Zukunft. Du hast ja eigentlich dann auch noch so ein Kontrastprogramm mit deinem Leben, mit Silberbüchs. Dort ist ja die melancholische Seite geschwind auf der Seite. Genau. Du kannst einfach das innere Kind ein bisschen raushängen. Ich weiss das gar nicht. Schreibst du die Songs auch selber bei Silberbüchs oder schreibst du sie mit? Wir schreiben alle. Also ja. Wir sind wirklich halt, was alles anbelangt, jetzt im Gegensatz zu Lina Batten, in dem Sinne ein Kollektiv. Und das ist auch im Songwriting so. Und natürlich in der Arbeit, sonst kann man es natürlich ein gut ein bisschen so verteilen, weil nach vielen Jahren weisst halt so ein bisschen, wer seine Stärken wo und dann kann sich das gut so auch ergänzen. Dort singst du ja Schweizerdeutsch. Ist das sehr ein anderes Gefühl für dich? Fühlst du dich dort irgendwie anders? Es ist vom Gefühl her tatsächlich etwas anderes. Also weil ich so merke, bei meiner Musik geht es sehr viel um Emotionen und so. Und das finde ich extrem schön, so mit der englischen Sprache eigentlich zu gestalten. Obwohl ich könnte mir auch vorstellen, auch mal etwas auf den Mund zu machen, das ist es nicht. Aber bei Silberbüchs ist es halt wirklich, es sind Geschichten. Wir erzählen eigentlich Geschichten aus dem Kosmos, wo wir uns bewegen als Keimbandi. Und dann ist wirklich klar, dass das Mundart muss sein, damit wir die Kinder hier erreichen können. Und das ist dann, die Stimme ist in dem Moment ein anderes Instrument, auch noch ein bisschen für mich. Es ist spannend, dass du das sagst, weil ich finde auch, du tönst anders. Also deine Stimme tönt auch anders, weil du eine andere Sprache singst. Also ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, wenn du es hörst. Mal, ich finde das auch und ich glaube, das hat eben sehr viel wirklich mit der Soundgestaltung von Sprachen zu tun, dass deine Stimme anders tönt. Ja. Was ich ein bisschen gelesen habe, wenn ich noch auf dein Album zurückkomme,
viele, die dieses Album gehört haben, schreiben, also fast alle sind sich einig, einerseits, es tönt 2019 und vor allem auch, es tönt international. Ha! hast du dort Ambitionen, was international angeht? Ich muss sagen, ich bin vielleicht im Vergleich zu anderen da nicht ganz so scharf drauf, ich weiß nicht. Ich habe mein erstes Album dann zumal in Deutschland rausgekommen und wir sind auch dort spielen. Und ich habe jetzt aber tatsächlich, ich bin jetzt gerade in diesen Tagen dran, ich bin jetzt gerade Zusammenarbeit am Abschliessen mit einer deutschen Promoagentur, also wo mein Album noch wird, auch in Deutschland promoten. Und das ist aber mehr so, andere Frauen gönnen sich vielleicht mal eine teure Handtasche. Und ich leiste mir jetzt eine Deutschland-Promo und schaue mal, ob das echt irgendjemand interessiert. Wahrscheinlich ist es nachhaltig. Ich hoffe es, ja. Wenn du das Thema Frauen ansprichst, das ist ja so ein Moment ein Dauerthema. Also schon länger, dass es in der Schweiz ja scheint, ein bisschen zu wenig weibliche Künstlerinnen gibt. Ich, in meiner Perspektive, empfinde das manchmal gar nicht so extrem, weil ich weiß nicht, da kommen mir viele sehen mit Jael, Martina Linn, Sophie Hunger, du natürlich. Ich finde auch, an der Menge fehlt es nicht. Ist es mehr einfach die Aufmerksamkeit? Ich glaube auch. Also ich glaube, es ist manchmal mehr einfach, dass wir dass sie irgendwie nicht wirklich ins Licht kommen. Oder, das sind so viele Faktoren, die das manchmal so schwierig machen. Vielleicht wird es auch immer schwieriger, weil es von allen einfach immer mehr gibt. Nicht nur mehr männliche Künstler, sondern auch mehr Frauen und die ganze Entwicklung. Ja, ich finde nicht, dass es zu wenig gibt. Ich finde, es müsste mehr einfach noch gehört werden. Okay. Ja, was ich noch gedacht habe, ist, also zum Beispiel Frontkünstlerinnen gibt es ja wirklich einige, aber vielleicht, was man weniger sieht, ist ganz technischer Bereich vielleicht. Oder auch Gitarristinnen, Bassistinnen, ja, ich glaube, mehr so Instrumentalistinnen ist vielleicht noch etwas, wo, ja, also ich kenne jetzt nicht zum Beispiel eine männliche Band, wo es jetzt einfach zum Beispiel, wo jetzt die E-Gitarre einfach von einer Frau gespielt wird oder so, was ja andersrum mega normal ist. Also gut, Pauline Tochsner ist Bassistin, eine Frau. Ah, stimmt, genau. Aber es stimmt, genau. Das ist wirklich eine Rarität. Ja. Noch so ein bisschen zum Abschluss wollte ich noch fragen, was deine Tour angeht. Du gehst jetzt live spielen. Was kann man so ein bisschen, wie wird das so ein bisschen? Auf was darf man sich da freuen? Wir sind das vierte unterwegs, hauptsächlich im Moment. Ich habe eigentlich noch die gleichen Musiker wie schon lange. Es ist immer mega schön. Wir sind einfach auch unglaublich gute Menschen, nicht nur gute Musiker. Was ich extrem wichtig finde für das Ganze, weil man ja viel Zeit zusammen verbringt. Von dem her ist da eine Truppe auf der Bühne, die sich gerne hat. Ich hoffe, das sieht man, spürt man auch. Und es sind einfach, eigentlich alle Musiker, die ich dabei habe, sind einfach unglaublich gut und können sich unglaublich gut in die Musik hineinfühlen mit ihren Instrumenten. Ich habe zwei, die auch noch super gut singen. Das ist einfach auch immer so ein mega Plus. Und wir haben es jetzt ein paar Mal schon gespielt. Und es macht wirklich Spass. Es macht einfach wirklich Spass. Das ist super, würde ich sagen. Ja. Ich danke dir vielmals, dass du dir Zeit genommen hast für das Gespräch. Danke und dir. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit dem Album. Es ist wunderschön. Danke, es freut mich sehr. Und genieß den Tag. Gleichfalls.